Judo. Das sind spektakuläre Würfe, harte Fights und Einklang von Körper und Geist. Kann Johannes da mithalten? Der läuft weg, das ist unfair! Ah, bin ich hoch! Hallo bei Gannes Johannes. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich mich auf Judo freue. Erstmal dieser Zweikampf Mann gegen Mann, dann das Werfen und ich glaube, sehr wichtig beim Judo ist das richtige Fallen. Deshalb könnte ich ja jetzt eigentlich bei jeder Gelegenheit Fallen üben, ne? Ja! Oh. Ich glaube, ich brauche doch einen Trainer. Hallo, ich bin Tim, 13 Jahre alt und ich komme aus Leverkusen. Ich trainiere seit 5 Jahren Judo und habe den grünen Gürtel. Also das Tollste beim Judo ist definitiv, dass es so vielseitig ist. Man braucht sowohl Kraft als auch Kondition und Koordination. Beim Judo ist sehr wichtig, dass man viel Respekt vor dem Partner hat und den auch achtet und ihn nicht extra verletzt oder unfair kämpft. Ich glaube, ich bin gut für Johannes als Trainer geeignet, weil wir Judoka uns im Training auch immer gegenseitig verbessern, wenn wir Fehler machen. Du musst hier am linken Arm mehr aufziehen, dann bist du auch oben näher dran, dann funktioniert das besser. Ja, sehr gut. Wenn du dich richtig anstrengst, Johannes, und wir richtig gut miteinander trainieren, dann kannst du das in der Herausforderung auf jeden Fall schaffen. Ich glaube an dich. Hallo, Tim. Ah, hey. Sag mal, kann ich hier so reinkommen? Nee, auf gar keinen Fall. Hier ist überall Barfußbereich. Okay. Kannst du direkt mal mitkommen? Ich habe hinten einen Anzug für dich. Einen Anzug für mich. Und nicht nur das. Tim hat auch einen intensiven Trainingsplan vorbereitet. Am ersten Tag trainiert er mit Johannes das richtige Fallen, um Verletzungen vorzubeugen. Anschließend sind die Wurftechniken dran. Hier lernt Johannes seinen Gegner auf die Matte zu schicken. Am zweiten Tag werden die Befreiungstechniken im Bodenkampf geübt. Und zum Abschluss werden alle gelernten Techniken in einem Trainingskampf angewendet. So, Bademantelgürtel drum und... Tim, irgendwie sieht das ein bisschen bescheuert aus. Wieso ist das so lang, Tim? Das ist leider falsch gebunden. Ja. Ich bin's dir einmal richtig, ja? Okay. Das sieht schon gleich viel besser aus, ne? Ja? Bin ich jetzt ein echter, wie sagt man, Judoka? Judoka, ja. Es ist, also was ich nicht gedacht hätte, ist, dass dieser Stoff so total fest ist. Mhm, der muss ziemlich reißfest sein, damit ich, wenn ich dich hier werfe, ja? Auch schön, dass er nicht durchreißt. Weil du da die ganze Zeit rumziehst? Ja, genau. Bis zu deiner Herausforderung werde ich dich auch noch ziemlich oft werfen. Das heißt, ich muss auch ziemlich viel aushalten? Ja, auf jeden Fall. Johannes muss in nur 48 Stunden einen Judokampf bestehen. Und das gegen den ehemaligen Ü30-Weltmeister Michael Weires. Der Kampf dauert 2x2 Minuten. In dieser Zeit darf Johannes nicht mehr als 4-mal zu Boden gehen und für 10 Sekunden fixiert werden. Sollte Johannes es schaffen, seinen Gegner zu Boden zu bringen, ist der Kampf sofort gewonnen. Das ist Jan. Hallo Jan. Der unterstützt uns ein bisschen beim Vorzeigen von Übungen. Ich bin Johannes. Mit dem trainiere ich auch recht oft. Warum hat denn Jan jetzt einen blauen Bademantel an? Das heißt nicht Bademantel, das ist der Judogi. Das ist der Begriff für den Judoanzug. Okay, ab sofort Judogi. Ja. Warum hat Jan einen blauen Judogi an und wir weiße? Im Wettkampf ist das zum Unterscheiden, wer jetzt wer ist, um die Wertungen richtig zu vergeben. Ah, wenn ihr kämpft, dann wurschtelt ihr so viel. Genau. Und dann kann man die Leute nicht mehr auseinanderhalten, genau, wenn sie die gleiche Farbe haben. Ja. Okay. So, und wir fangen jetzt an mit dem Grüßen. Das ist so ein Verbeugen. Ja. Voreinander. Und das erweist dem Gegner Respekt. Das macht man immer beim Judo? Das macht man immer. Okay. Okay. Re. Ja. Jetzt sind wir, haben wir Respekt gezollt und haben uns begrüßt. Genau. Dann wäre das doch jetzt eigentlich der richtige Moment, um die wichtigste aller Fragen zu stellen. Mhm. Und die ist bei Gannes Johannes immer noch...
Kannes Johannes. So, was machen wir, Tim? Ja, wir machen hier eine kleine Übung, Aufwärmübung. Ziel bei der Übung ist, uns gegenseitig aus dem gelben Feld hier rauszurammen und die Standfestigkeit zu trainieren. Also ich schubse dich jetzt hier weg, oder was? Genau, mit dem Böse. Ich finde, aus dieser Aufwärmübung müsste man eine eigene Sportart machen. Das macht so viel Spaß, das würde ich gerne als nächste Folge machen. Kannes Johannes, Gummischiebekampf. Und dann können wir jetzt auch mit dem Training anfangen. Okay, und dafür brauchen wir die Bälle nicht mehr. Nee, wir tasten uns jetzt langsam an das sehr wichtige Fallen ran. Und Jan zeigt einmal, wie es aussieht, wenn man es denn richtig kann. Yeah, sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Tut das weh? Nein, also ihm jetzt wahrscheinlich nicht, weil er es kann. Aber mir tut's weh. Wahrscheinlich, erstmal schon. Also in meinem bisherigen Leben habe ich sehr viel Erfahrung mit hinfallen. Deswegen bin ich total dankbar für Techniken, die einem helfen, dabei sich nicht weh zu tun. Wir fangen aus dem tiefen Stand an, aus dem Kniestand. Also hier mit einem Knie. Mhm. Die linke Hand liegt nach der Rolle hier neben dem Körper. Mhm. Und patscht auf den Boden. Patscht auf den Boden. Probier's mal. Ja, das war so okay, aber da mit dem Ellenbogen. Hier, du darfst den Ellenbogen auf gar keinen Fall so aufstellen, weil dann kannst du dir das Schlüsselbein brechen und dir da richtig doll wehtun. Das ist dasselbe Prinzip wie bei einem Paket. Wenn dir ein Paket runterfällt und auf eine Ecke, dann ist viel mehr Kraft auf dieser einen Ecke. Und dann ist die verknautscht, die Ecke. Genau, die Ecke ist dann verknautscht. Und wenn du es auf die ganze Fläche fallen lässt, passiert überhaupt nichts. Weil die Fläche viel größer ist, auf die dann diese Kraft verteilt ist. Das war ein super Bild. Ich konnte mir sofort vorstellen, was er meint. Denn ich habe in meinem Leben sehr oft schon Pakete auf die Ecke knallen lassen. Ich denke, wir können jetzt auch zum nächsten Schritt übergehen. Okay. Das wäre dann, dass du die Judo-Rolle jetzt aus dem Stand machst. Hm? Und das sieht dann ungefähr so aus. Man hat da wieder den rechten Fuß vorne. Geht wieder mit dem Kopf hinten zum Bein und rollt über die Schulter. Mhm. Und liegt am Ende genauso wie eben. Okay. Johannes hat beim Fallen sofort super die Bewegung drauf gehabt, ist am Ende in der richtigen Position gelandet, hat sich nicht verletzt. Alles super. Das Vorwärtsfallen hast du jetzt schon super gemacht. Mhm. Nur ist es beim Judo so, dass man nicht immer nach vorne fällt. Deshalb üben wir jetzt das nach hinten fallen. Nach hinten fallen? Genau. Das Rückwärtsfallen sieht dann so aus. Das ist aber nicht nett. Ja, aber es ist eine gute Übung dazu. Okay. Was ist das Geheimnis? Wieder dasselbe Prinzip. Viel Fläche, mit der du abschlägst, damit du den Fall abdämpfst. Und jetzt mache ich das? Genau. Gut, gute Übung. Und jetzt gib mal richtig Gas, ja? Ja? Ja, ich bereite mich drauf vor. Ja, macht mal. Okay. Okay. Los. Ah, geil. Sah super aus. Danke. Das haben wir jetzt fertig. Ich kann's fallen. Also hinfallen kannst du auf jeden Fall. Ist das ein Kompliment? Hinfallen kannst du, Johannes. Und jetzt? So, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Pause. Gehört zum Judo denn nur die Kampftechnik oder gibt es auch eine spezielle Art der Meditation? Das haben wir jetzt nicht gemacht beim ersten Training, aber normalerweise macht man die Augen zu, bevor man sich verbeugt. Da sagt dann jemand Muksu. Muksu? Muksu, das ist japanisch und heißt Augen zu. Das dauert so 5 bis 10 Sekunden und dabei macht man den Kopf frei, löst sich vom Alltag, geht ins Training über. Das heißt, bevor du anfängst zu trainieren, löschst du einmal die Festplatte und dann gehst du erst ins Training? Genau. Muksu, Augen zu. Genau. Ja. Aber was genau passiert dann in deinem Kopf? Man löst sich einfach so vom Alltag und macht den Kopf einfach fürs Training frei, damit man quasi den kompletten Geist dann auch aufs Training verwenden kann und nicht abgelenkt ist. Also wenn du dich gerade an dem Tag über jemanden geärgert hast oder du musst noch Hausaufgaben machen oder schreibst morgen eine Mathe-Klausur, dann schiebt man das alles zur Seite und konzentriert sich nur noch drauf, wie man den anderen jetzt auf den Boden kriegt. Ja. Könnt ihr denn im Alltag auch mal schnell Muksu machen? Mutter schimpft gerade wieder. Muksu. Ja, es ist ja auch nicht immer gut, so sich einfach wegzudenken. Ja. Also ich mach's nur beim Training. Hm. Glück gehabt, Mama. Was machen wir jetzt? Also jetzt machen wir das Muksu, was wir... Ah, okay. Und wie? Also erstmal knien wir uns jetzt hin. Und wenn ich Muksu sage, machen wir die Augen zu. Ja.
Und danach sage ich Re und wir verbeugen uns. Gut. Muksu. Re. So, und dann kommen wir jetzt auch direkt zu deinen ersten Würfen. Und da fangen wir mit der einfachsten Technik an, dem Osoto Otoshi. Ich würde sagen, Jan und ich machen dir den direkt mal vor. Osoto der geht so, dass wir hier einen Stemmschritt hin machen. Mhm. Und hier mit der Schulter an die andere Schulter. Hier das Bein hinterstellen und den Partner da drüber schieben. Ich hab mein Bein vergessen. Genau, das Bein. Nicht zwischen die Beine. Ich habe schon so eine gewisse Aggressivität hier. Ja. Ist, ich glaube ja, dass Judo ganz viele Hormone freisetzt, zumindest bei mir. Und ich habe gemerkt, so nach der einen oder anderen Übung, da hatte ich schon so richtig so, jetzt will ich aber, wo ist der Gegner? Nee, das war nix. Also man drückt ihn hier rüber, damit das wirklich sein Standbein ist. Und er müsste dann mit dem Standbein den nächsten Schritt nach hinten machen. Ah. Aber kann er eben nicht. Oh. Und das heißt, mach's. Ja. Revers und Arm. Und ich muss ihn erst so ein Stück rüber und ja, dann nach unten. Du hast jetzt den Stemmschritt wieder vergessen. Okay. Dann bist du nämlich zu weit weg. Beim Werfen ist es sehr wichtig, selbst nicht in Rückenlage zu geraten, damit man nicht selbst hinfällt. Mhm. Ich habe nichts mehr zu bemängeln. Danke. Da können wir wirklich direkt zur nächsten Technik übergehen. Dem großen Hüftwurf. Ogoshi. 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 Da greift man wieder anfangs hier und geht dann hier um die Hüfte. Ja. Kann hier anzugreifen, Rücken-Bauchkontakt haben, die Hüfte hier rausschieben, dann in die Knie gehen, in die Oberkörperrotation und dann werfen. Wenn ich mir überlege, wie schwierig es für mich ist, schon jemanden zum Fallen zu bringen, der ja irgendwie mitmacht dabei, möchte ich nicht wissen, wie das nachher im Kampf ist. So einen Kartoffelsack nach Hause tragen. Ja. So einen Crashtest, Jan, den will man doch auch zu Hause haben, oder? Jetzt gehen wir mal von der Situation aus, dass du mit dem Wurf geworfen wirst. Das habe ich befürchtet, dass der Gegner mich auch mal angreift. Genau. Ja. Ja. Und was mache ich dann? Wir holen jetzt erstmal die Weichbodenmatte dazu, ja, weil das könnte etwas härter werden. So, der Wurf nennt sich Uranage. Uranage? Und das ist ein Konter. Ich gehe wieder hier unter seinen Körperschwerpunkt, ja, heb ihn aus und drehe auf ihn drauf. Puh. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön an Jan. Man muss erst mal jemanden finden, der sich an einem Tag 400 oder 500 Mal hinwerfen lässt. Sag mal, aber im Kampf, da hat man ja keinen Weichboden. Können wir das auch mal ohne Weichboden machen? Nee, das tun wir den Limian nicht an. Das ist ziemlich hart, das tut ordentlich weh. Okay. Da haben wir aber andere Maßnahmen. Bei solchen Würfen haben wir dann unsere Judo-Puppe, die dann da nichts fühlt. Und ein Ersatz-Jan. Genau. Ich hätte niemals gedacht, dass es so eine Judo-Puppe gibt. Aber für das, was wir trainiert haben, war das ja großartig. Die konnte ich richtig schön hinpfeffern. Ist ja klar, immer auf die ohne Gesicht, ne? Aber ich habe auch Gefühle. Boah, bin ich fertig. Das war's für heute, Johannes. Es war ein toller erster Tag. Danke, Trainer. Ja. Hätte nie gedacht, dass du so schnell kapierst. Echt? Alles und das liegt am Trainer, weißt du? Dankeschön. Und am besten Kartoffelsack der Welt. Hast gut geworfen. Danke. Ich habe ja heute gelernt, dass es beim Judo auch ganz wichtig ist, seinen Kopf frei zu kriegen. Und genau das habe ich jetzt vor. Passt mal auf. Muksu. Moment, was ist das denn? Ah, bin ich hoch. Links. Hier soll ich in Richtung rechts. Und landen. Muxu. Krass, oder? Schönen guten Morgen. Ah, hi Johannes. Das sieht wild aus. Grüß euch. Ja. Hi Jan. Hey. Mit was fangen wir an? Also als allererstes fangen wir natürlich wieder mit dem Begrüßen an. Mhm. Das läuft wieder ähnlich, wir knien uns aber diesmal hin. Okay.
und verbeugen uns wieder auf Reh. Reh. Okay, dann lass uns doch direkt mal zur ersten Befreiung kommen. Die zeige ich dir kurz mit Jan. Da geht man mit der Hand, schiebt man hier den Kopf an der Halsschlagader weg, so weit wie möglich nach oben, damit man auch gut mit dem Fuß rumkommt. Am besten sogar mit der Kniekehle hier hinter seinen Kopf. Das sieht krass aus. Und stößt ihn damit um. Tief in mir drin habe ich so eine Hemmung, jemand anderen an den Hals zu gehen, auch noch mit meinen Beinen, aber das ist beim Judo ja nach den Regeln. Aber wenn der Partner den Kopf tief hält, kannst du die Befreiung vergessen. Da weil ich mit dem Fuß nicht dahinter komme. Ja, da kommst du mit dem Kopf nicht hinter. Deswegen zeigen wir jetzt noch eine andere. Die funktioniert bei ganz vielen Haltegriffen. Das heißt, wenn Jan mich zum Beispiel jetzt in einem Haltegriff hält, den wir jetzt so nicht gemacht haben, kann ich ganz einfach, wenn ich sein Bein dann hier mit meinen Beinen umklammere, ist der Haltegriff sofort aufgelöst und zählt nicht mehr. Das reicht schon? Das reicht schon. Ganz einfach. Das ist ja schlau. Als mir Tim erklärt hat, dass es die Beinklammer gibt, habe ich innerlich so eine kleine Spontanparty gefeiert, weil ich nämlich dachte, oh, super, ich muss mich nicht immer auf den Bauch drehen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, dass der Gegner keinen Punkt bekommt. Der läuft weg, das ist unfair! Da musst du schneller sein. Klasse gemacht. Super, schön hinterher. Es ist echt viel. Ja. Mir schwirrt so ein bisschen der Kopf und ich habe Angst, dass im Kampf ich nicht mich an alles erinnere, was wir gemacht haben. Ja, das stimmt, es ist sehr viel. Aber dafür gehen wir noch mal alles durch in einer Kampfsituation. Danke, Trainer. Wir begrüßen uns wieder normal mit Reh und verbeugen. Mhm. Und wenn ich Hajime sage. Hajime was? Hajime. Gesundheit. Dann geht der Übungskampf los. Gut, aber du sagst auch Reh. Ja, genau. Mhm. Reh. Hajime. Ja, schön. Selbst ein Angriff. In diesem Trainingskampf ist mir klar geworden, dass es was ganz anderes ist, ob man eine Bewegung trainiert oder ob man auf einmal alles anwenden muss. Hajime. Schön gekontert, sehr schön ausgenutzt. Das ist echt so ein Agieren, Reagieren. Was macht er jetzt? Kann ich ihn da irgendwie erwischen oder da einen Fuß wegziehen? Und das ist unglaublich cool, weil es den Kopf total beschäftigt. Ja, schön, schön, schön. Sehr gut. Beim Trainingskampf hat Johannes schon viel angewandt, was wir im Training geübt haben. Er hat sich gut geschlagen, hat Jan ja auch ein paar Mal geworfen. Sehr schöner Wurf. Klasse, richtig gut. Richtig, richtig gut. So. Der Übungskampf ist jetzt auch zu Ende. Danke, Jan. Super. Viel gut gekämpft. Ja. Ihr habt mich ganz schön fertig gemacht, ey. Die paar Minuten. Das ist echt sehr, sehr heftig. Ja, auf jeden Fall. Krasser Sport. Wenn ich dran denke, dass ich morgen Michael begegne, der nicht nur 10 Kilo schwerer ist, sondern auch Muskeln hat ohne Ende und Ü30-Weltmeister war, dann hoffe ich, dass ich mich irgendwie über die Zeit retten kann. Aber das wird, glaube ich, kein Fest morgen. Trainer, danke schön. Jan, du bist der sympathischste Kartoffelsack, den ich kenne. Oh Mann. Der Tag der Herausforderung. Wettkampfrichter und Gegner warten auf den Einlauf von Johannes. Die Matte ist bereit für den großen Kampf. Und Johannes, wie geht's dir? Ich hab Schiss in der Box. Aber richtig. Was muss ich denn jetzt noch beachten vom Kampf? Also es gibt zwei neue Sachen. Mhm. Einmal das Mate, das ist sowas wie ein Stopp. Da geht man auf seine ursprünglichen Positionen zurück und dann geht's wieder los. Und das kann jeder rufen, wenn er einen Stopp braucht, oder was? Nee, das darf natürlich nur der Kampfrichter rufen, der da auch schon steht. Hallo? Und da steht auch schon Michael, dein Gegner. Und die andere neue Sache ist das Osaikomi. Das heißt, der Kampfrichter macht so und ruft Osaikomi dabei. Wenn du im Haltegriff liegst, ab dann zählt der Haltegriff. Und dann laufen die 10 Sekunden? Genau. Okay, dann gucken wir uns doch mal Michael die Schraubzwinge an. Das ist der Kampfrichter. Hallo Michael. Das ist Michael. Michael. Hallo Johannes. Hallo Michael. Hi Tim. Gibt es überhaupt eine minimale Chance, dass ich das schaffe, gegen einen Ü30-Weltmeister zu gewinnen? Ja, ich denke schon, das wird eine Möglichkeit geben für dich. Also meine Erfolge liegen schon ziemlich lang zurück. Und wir haben jetzt eine besondere Situation. Du musst fünfmal verhindern, dass ich dich da in Haltegriff nehmen kann. Ich denke mal, wenn der Tim dich gut darauf vorbereitet hat, dann ist durchaus eine realistische Chance. Ich werde mich schon anstrengen müssen. Also wenn ich es nicht schaffe, darf ich mich nachher bei dir beschweren? Ja, auf jeden Fall. Dann geben wir jetzt die Matte frei und können loslegen.
so kurz vor dem Wettkampf hatte ich schon ein bisschen Angst um Johannes, weil bei Michael weiß man nie. Halt mal! Schön weggedreht, Johannes. Super. Aufpassen. Jetzt. Was, Kommi? Ja, schön. Beinklammer probieren, Beinklammer. Tim hat ja reingerufen, Beinklammer, Beinklammer. Und ich dachte so, ja, guter Tipp, aber ich krieg's nicht hin. Kannst doch rauskommen. Puh, das wird echt hart. Halt, Junge. Eng bleiben, eng. Damit ich nicht rumkriege. Komm, 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 dreh dich rum. Was, Kommi? Das ist doch ein Monster, oder? Versuch dich rauszudrehen. Beine irgendwie. Komm. Mate! Schade. Geil, du kannst es noch schaffen. Halt mal! Aufpassen. Direkt auf den Bauch drehen, wenn du fällst. Direkt auf den Bauch drehen. Sehr gut, schön rausgedreht. Jetzt eng bleiben, eng bleiben. Was hat Tommy? Okay, Johannes, er darf nicht eng an dich ran, dann hat er dich praktisch schon geworfen. Abstand, Abstand, Abstand. Abstand. Oh Gott. Richtig Gas geben jetzt. Komm, Johannes, gib jetzt Vollgas. Halt mal! Tim hat gesagt, ich soll Abstand halten, also habe ich versucht, Abstand zu halten. Nein. Aber wahrscheinlich ist das gegen die Regeln. Auf jeden Fall hat der Richter was dagegen gehabt. Halt mal! Komm, Johannes, oben. Lass dich nicht werfen. Ah, schön auf den Bauch gedreht. Aufpassen, er dreht dich. Pass auf, komm! Das kannst du machen. Dreh dich raus. Sehr schön. Druckketter. Klasse. Mate. Super Hatschule. Gemacht. Oh, aufpassen. Komm, bewegen. Was, Kommi? Bewegen, probier's. Die Hüfte raus. Irgendwie, komm. Komm. Mate. Komm, Johannes, der darf jetzt keinen Punkt mehr machen. Halt mal. Das kannst du noch machen. Ich habe im Augenwinkel noch gesehen, es sind nur ein paar Sekunden, nur noch 20 oder sowas und ich schaff das noch, ich schaff das noch. Aber ich muss es ganz ehrlich sagen, Michael ist einfach unglaublich stark. Wo? Als Johannes dann verloren hat, war ich überhaupt nicht enttäuscht, weil er hat sich ja super geschlagen. Es waren nur 17 Sekunden, also für die 48 Stunden Training gegen den Ü30-Weltmeister. War das schon echt super. Tim, es tut mir ein bisschen leid, dass ich dich, guten Trainer, enttäuscht habe. Du hast dich ja super geschlagen, also da gibt's nichts dran auszusetzen. Falls jetzt, obwohl ich nicht gewinnen konnte, jemand da draußen nachdenkt drüber, sollte ich vielleicht auch mal anfangen mit dem Judo, dann guckt doch mal auf unserer Webseite nach, auf kannesjohannes.de. Und dort findet ihr raus, wo der nächste Judo-Verein bei euch in der Nähe ist. Ich hoffe, wir sehen uns im Netz oder spätestens das nächste Mal, wenn es wieder heißt Kannes Johannes.